Jo, Leute, zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen architektonischen Aufnahme des gigantischen Projekts Harry Potter Hogwarts Castle. Ja, weiter geht's heute mit mir, eurem Bro und den Klunkertag natürlich aber hinter der Kamera mit dabei. Ja, Grüße, Leute. Wir haben ja festgestellt, es ist ganz gut, wenn mal doch einer noch ein bisschen den Überblick hat. So ist es. Deswegen heute ich am Bauen, das erste Mal. Ich freue mich echt drauf und sehe schon, meine beiden Kollegen haben schon gut Vorarbeit geleistet, aber... Tja, weiter geht's. Es sind noch jede Menge Bauschritte zu tun. Ja. Einige Anleitungen noch offen. Jetzt seht ihr, das massive Ding hier. Das müssen wir erstmal beiseite rollen. Zack. Könnt ihr reinschreiben, wenn ein Karton sich ins Schaufenster stellen will. Ja. Reicht ja auch. Ja, reicht ja, genau. Da soll man einfach Bescheid sagen. Ihr seht auch, es ist alles in einem. Da drüben eine gute Zorro-Kaffeetasse. Ja, es ja. Ist überall der Zorro drauf. Ah ja. Wanted Zorro. Wir sind ja voll im, 120 Millionen Berries. Jetzt könnten natürlich die Nerds unter euch sagen, vielleicht aus ungefähr welchen Folgenabschnitt dann die Tasse ist. Das ist wirklich, das wäre aber hoffentlich. Das weiß, Leute, schreibt es in die Kommentare. Tja, legen wir mal los, wa? Ich bin auch gespannt. Ha, Bauschritt. Was, wo sind wir im Moment? Ne, Moment, ich habe schon weitergeblättert. Hier, die 76 sind wir stehen geblieben. Anleitung 1. Scheiße, die 1 von 4. Naja, was soll's, los geht's. Ich habe mir schon mal ein paar Teile rausgesucht, die ich jetzt in dem Schritt brauche. Unter anderem den Basilisken, den wir jetzt hier einsetzen. In seinem schönen Häuschen. Du hast ja gesagt, du hast dann immer mal gedreht, ne? Ich habe genau so spezielle Teile, habe ich ein bisschen so in die Richtung auch der Kamera, also die Frontkamera gedreht. Jo. Ja. Aber ansonsten seht ihr das ja wieder von der anderen oder von zwei Kameraperspektiven. Also euch dürfte an sich erstmal auch jetzt nichts irgendwie, ihr dürftet eigentlich nichts verpassen. Ich denke auch. So, 76 haben wir schon abgeschlossen. Weiter geht's. 77 haben ein bisschen hier vorsortiert, ein bisschen groß nach klein, um schlicht und ergreifend die ewige Suche der Teile in Grenzen zu halten. 5, 4, 6, 8, ein Zehner. 5, 4, 6, 8, ein Zehner, jawohl. Das passt. Das klassische Abzählen, ne? Tja, wer kennt es nicht? Das gehört dazu. Ich muss auch sagen, ich glaube, die beiden haben das in der Voraufnahme schon gesagt. Wir kennen ja alle Lego aus unserer Kindheit. Das ist ja leider das eine oder andere doch schon ein bisschen älter. Aber auch wer hat nicht Lego in seiner Kindheit gespielt? Und es sind echt noch genau dieselben Teile wie vor gefühlten 15, 20 Jahren. Irgendwie. Sind ein paar neue und ein paar Farben. So, aber so die grundlegenden das ja. Die Farben Teile. Hat sich viel verändert. Also gerade die orangen Teile habe ich noch nie vorher gesehen. Oder das, auch dieses, das ist gut, das ist natürlich vielleicht eine Motivgeschichte. Dieses Lila und aber, dieses Giftgrün. Aber so ja, grundlegend, die Formen, kann man sagen, sind eigentlich echt noch fast gleich. Ne? So, Zweier, Dreier und die Teile. Wo kommt die Kacke hin? Ah. Hier oben. Wir bauen jetzt mal hier schön. Ich kann euch ja noch mal vom letzten Mal. Ich greife mal hier ran. Ich habe nämlich noch das Cape angemacht. Bei Gothric Gryffindor. Das Cape. Hatte ich vergessen. Na, hier geht's doch wunderbar. Hey, geht das schön los. Moment. Ach, es ist einfach nur schön. Ist auch nur schön, hinter der Kamera zu stehen. Nee, weißt du das? Na, warte mal, stopp. Das Teil, das sieht man halt nicht, ne? Aber es steht nicht hier hinten. Das war das erste Mal wirklich. Das Lego-Hilfsmittel. Komm her. Ein Zack wegschnipsen das Ding. Ein Basilisken zerlegt. Das steht hier vorne. Mir ging es aber auch schon ein paar Mal so, dass ich die Noppen und dann habe ich echt gezählt in der Anleitung gemacht, das funktioniert doch gar nicht. Dann musste ich noch das Teil nochmal drehen, nochmal wegmachen. Naja, gerade. Passiert schnell. Gerade je nachdem, wie ihr das seht, ne? Das Teil kommt jetzt hier rein und man muss schon echt genau hingucken. Um zu sehen, okay, es sitzt eine Reihe weiter vorn oder weiter hinten. Ja, ja. Das ist korrekt. Dafür sind wir wahrscheinlich auch einfach zu viele Jahrzehnte schon aus dem Lego-Baugewerbe raus. Ja, wenn du es gewohnt bist, ne? Aber das hatten wir das letzte, bei der allerersten Aufnahme schon das Thema. Ich glaube, wenn man das vielleicht ein paar Tage und ein paar Sessions hier aufbaut und macht und tut, ich denke, dann kommt man ein bisschen rein. Das glaube ich auch, ja. Man muss im Lego-Flow bleiben, Leute. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. So, jetzt kommt wahrscheinlich so ein Teil. Oder im Harry Potter Flow. Oder im Harry Potter Flow. Jetzt kommen natürlich die angesprochenen geilen Orangen. Die sind echt so heftig, ne? Man könnte sich jetzt fragen, wo ist Hogwarts Neon-Orange verbaut? Aber hat schon. Ich hab das letzte Mal gesagt, mich persönlich stört es überhaupt gar nicht, dass jetzt der Unterbau von den Türmen
mal Teile dabei sind, die, wo man eindeutig sieht, die von irgendwelchen anderen Sets, die passen einfach und die kommen mit rein, gut. Da hat Lego wieder gespart. Klar, ja. Aber das stört mich im Endeffekt nicht. Wenn du aber jetzt von außen diese Teile sehen würdest, durch Spaltmaß oder sonst was, und siehst ein paar Mal solche Müllauto-orangen Teile, das wäre schon scheiße dann. Das werden wir im Endergebnis dann sehen, ob das so ist oder nicht. Ja. Solche Teile gingen mir auch schon als Kind immer auf den Sack. Die das so, solche Einser, die du dann so drehen kannst auf das Stelle. Schräg noch drehen, ja. Die, das ging mir als Kind schon auf den Keks. Aber wenn das hier dahinter sitzt, ja, da passt das doch. Aber wir kommen noch ganz gut voran hier. Wir bauen hier auf jeden Fall ordentlich an der Kammer des Schreckens rum. Auf jeden Fall. Man Wie ihr seht, im Übrigen mal den Basilisken. Wer weiß, der Basiliskenzahn ist eines der wenigen Utensilien, was Horcruxe zerstören kann. Ja, ja, stimmt. Hieb aus der Tasse. Ist also, ihr wisst ja schon, Leute, wir haben mich von früher kennt, zu einem Kaffee und einem Let's Play, ist doch euch nicht nee. Ja, deswegen brauche ich natürlich auch bei solchen fordernden Bauprojekten. Ihr könnt aber auch generell, weil wir sagen fordernde Bauprojekte. Ich glaube, das haben wir in den letzten Aufnahmen auch schon mal gesagt gehabt. Aber ihr könnt natürlich auch reinschreiben dann im Endeffekt. Ey, ihr macht es ganz gut. Uns gefällt, über was ihr so redet, wie ihr vielleicht auch redet. Ich meine, es ist ja ein Unterschied. Ah, ja. Man ist ja auch nicht jeder gleich. Ne? Der eine ist ein bisschen aufgeregt, der andere ein bisschen gechilligter. Schreibt natürlich auch rein. Vielleicht wollt ihr ja ab und an mal Lego sehen. Kann ja sein, ich weiß ja nicht. Vielleicht auch ein paar Kollegen vom Kanal haben sich schon getriggert gefühlt, zu sagen, jetzt müsst ihr eigentlich auch mal was kaufen. Man weiß nicht, da kann vielleicht das eine oder andere noch kommen. Da rührt es also her. Der nächste ist dann mit, was waren Top 10? Touch Mahal ist dann der nächste dran. Da geht's los. Die Frage ist dann irgendwann bloß, wo du das Zeug hinbräuchst. Ne? Da brauchst du ja einen extra Raum, wo du die ganzen Sachen abstellst. Hast du quasi ein Nerdzimmer. Ist so. Hey, wo ist das zweite? Ach hier. So, 2-1-2-1-1. Läuft. Ab man geht's. Sieht aber jetzt wieder schön, dass wir am Talk aufnehmen, rechts vom Fenster schön Licht reinkommt. Und ich denke, pro Aufnahme werdet ihr sehen. Ja, wie ist immer dunkler. Wie ist immer später. Aber dann so ein Zeitraffer, wie einfach so Tag und Nacht wird die ganze Zeit so Monate ins Land gegangen sind. Vielleicht haben wir das nächste Mal dann schon ein Vollbord. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist alles möglich. Der Corona-Lockdown-Vollbord. Gibt schlechtere Sachen, oder? Ich denke auch. So, jetzt gucken wir mal, der hier. Sitzt der Freund? Jawohl. Und wo ist das Ding? Das ist doch schön. Ach doch. Ich hab's geahnt. Leider war das Set zu schnell da. Ich hatte jetzt eigentlich mir vorgenommen, wirklich nochmal die Harry Potter Filme zumindest so mal ein bisschen ein paar Sachen mir nochmal anzugucken, nochmal reinzuschnuppern in die ganze Sache. Da hast du dir aber viel vorgenommen. Bin ich, denke ich, relativ in der Materie, weil ich gucke eigentlich die Teile mit meiner Freundin relativ regelmäßig mal an, weil wir gucken immer mal, auch wenn wir jeden schon 20 Mal gesehen haben. Und es kommt gefühlt wirklich nichts im Fernsehen. Und auf Netflix finden wir auch einfach keine Serie, die wir zurzeit gucken wollen. Da machen wir es schon so, dass mir, wenn gerade mal ein Teil kommt, und man kann ja sagen, alle Vierteljahr kommt alle Teile im Fernsehen irgendwo, ja, ne? Ja. Schauen wir uns durchaus schon mal noch einen Teil mal wieder an, ne? So ist nicht. Übrigens hier, das muss man aufmachen. Vielleicht bin ich weit weg. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal, was ich gesehen habe. Im Fernsehen ist ja auch immer das Problem, der letzte kommt eigentlich fast nie. Wenn, dann kommt eigentlich immer Kammer des Schreckensteiner Weisen. Jawohl, nee, komm eigentlich in hintereinander meistens, würde ich behaupten. Also ich habe lange nicht mehr die Heiligtümer des Todes gesehen. Also ich glaube, seitdem es rausgekommen war damals, auf DVD gekauft, dann, was weiß ich, 3, 4, 5 Mal angeguckt und seitdem... Definitiv kommen sie meistens auch in der Weihnachtszeit rum. Ja gut, das ist so die klassische Zeit. Da kommen sie, glaube ich, auch immer mit Herr der Ringe und allem, ne? Das sind so diese klassischen Weihnachtsfilmchen. Ja, die will man ja auch sehen zu Weihnachten. Definitiv. So, das kommt hier ran und das kommt hier ran. Ha, schöne Neon-Teile, die sind schon Weltklasse. Das ist schon, aber das sind perfekte Teile eigentlich, wenn du echt so eine so Müllabfuhr oder... So, ja, Harry Potter. 12 Mal, jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kann nur eine Sisyphus-Arbeit werden. Das wird schön. Wo kommen die ran? Alter, leck mich. What the hell? Irgendwie wahrscheinlich immer abwechselnd, oder?
nee, Moment. Nee. Ganz verrückt kommen die ran. Ganz verrückt. Natürlich, jedes wird in eine andere Richtung gesetzt. Muss ja so sein. Ja, wer will's auch nicht so. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Aufnahme schon gesagt habe. Oder, nee, kann eigentlich kommen. Oder haben wir es doch schon? Ich weiß es nicht. Ich sage es einfach nochmal. Neue Kamera ist bestellt. Ist auf dem Weg. Die dann dieses Problem der begrenzten Aufnahme ein bisschen, sagen wir mal, aus dem Rennen nimmt. Damit haben wir natürlich in der Zeit ein bisschen zu tun. Das muss ich ja auch irgendwie, ich muss mal schnell gucken, wo. Siehst du, rechts oben müsste es sein. Also war schon eine Viertelstunde weg. Los geht's. Da haben wir das Thema, ne? Wie schnell man beim Reden und so weiter eventuell dann die Bauzeit dann doch flöten geht. Oh, aber die Aufnahme ist da, oder komisch? Aufnehmen tut er ja, ne? Zeit läuft ja eigentlich. Ja, das ist ja verrückt. Aber irgendwie ist der Balken weg. Also Leute, wenn das Side-Kamera mal mehr ausfallen sollte. Also ja, haben es versucht. Okay, wir gucken auf alle Fälle da dann mal, was da das Problem sein sollte, bevor wir dann die nächste Aufnahme machen. Das ist richtig. Besser ist. So, zack. Wieder ein Bauschritt abgeschlossen. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Jetzt wird's blau. Eins. So, dann ein Teil. Und zwei. Das. Und wo ist das andere? Hier. Läuft doch. Ach, guck an. Oh nein, Sticker. Wo sind die? Sticker? Das sind so jetzt relativ. Immer mal später drauf, Leute. Die haben wir gerade abhanden. Sind gerade abhanden. ASMR, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, das ist ein herrliches Geräusch. Ja, wer schläft nicht gerne zu einem Lego-Beutel rascheln ein? Ja. Na, ich sag mal so, ne? Manche Geräusche, die da gemacht werden, wo Leute drauf einschlafen, frage ich mich, wie kann man da schlafen? Deswegen. Wo soll das hin? Das kommt dann hier an, oder was? Ah ja. Also es sind Sticker 17, 19 und 21, falls dir das in irgendeiner Weise hilft. Ja, das hilft, weil die sind nummeriert. Aber ich sehe gerade, die sind nicht bei mir, die sind bei dir in der großen Box. Na, wo Harry den richtigen Schlüssel fangen muss. Ach ja, warte, das hier sind sie. Und da kann man schön auch ein bisschen ablesen, welche Räume gibt es eigentlich so. Stimmt, ja. Das ist perfekt. Und ja, wie gesagt, hier so diese Schlüsseln als... Ah ja, Schlüsselraum. Total geil. So, ja, coole Anspielung. Sticker 17 wäre dieser hier. Oh Gott, das wird echt feinfühlig. das macht mich echt ein bisschen kürzer. Das muss man ja auch gerade draufkleben, Leute. Das ist gar nicht mal so ohne. Dass da keine Dings dazu ist, das macht mich ein bisschen fertig. Hoffen, die Aufnahme ist nicht hinüber. Dann. So, was haben wir noch? Die 19 und die 21. Ich würde einfach sagen, wir machen da nach einem gewissen Spätestmaß an Zeit einfach mal einen Cut. Das ist wahrscheinlich. Und dann gehen wir das, denke ich, hin. Die läuft auf alle Fälle, hier ist auch noch kein Strich weg. Also alles in Ruhe. So, da kommt so in die Ecke. Da muss man echt ein bisschen, ne? Da darfst du nicht zittern. Das ist echt, das ist überhaupt nichts für mich. Moment. Das ist ja so breit wie der Stein fast, das Ding. So. Unser Hightech-Feature, ja? Drehende Kamera. Ist einfach nur mega. Wir müssen mal eine Aufnahme machen, wie das Ding funktioniert. Das will man, glaube ich, nicht wissen. Na, okay. Na los, weiter geht's. 84, das zählt auch nicht nochmal. Das heißt nochmal Sticker kleben. Nochmal Sticker kleben. Was ist denn das so wieder hier? So, und diesmal müssen wir es andersrum machen. Obwohl, du hast eigentlich recht. Ich glaube, die erste Kamera hat ja immer dann düdüt gemacht. Ja, die piept, glaube ich, also, genau. Genau, alles safe, Leute. Die geht aus. Im Übrigen ist auch dann die neue Kamera so ein bisschen mit Autofokus und Autobelichtung und die sollte dann ein bisschen zoomen und ach, das wird mega. Wird alles mega. Das heißt doch alles mega, Leute. Und dann haben wir ja so eine Kamera gekauft und wenn du es auf einmal gekauft hast, musst du ja auch ein paar Projekte damit machen. Ne? Das ist dann der Zugzwang. Ja,
Also das ist ja dann ein bisschen dumm. Das ist dann so. Warte mal, da war Kacke. Weißt du, da musst du nachbestellen, das wird nix. Mein Gott. Das kriegst du hin. Leute, wer Lego Hoppers gebaut hat, kann auch ohne weiteres Chirurg werden. Das ist fast selber Anspruch. Ja Gott, die einer Platten, die einer Steine und die halben, die sind schon. Uhrenmechaniker. Das Ding ist aber wirklich fast so breit wie Stein. So. Na, mein Basilis, fühlst du dich langsam wohl in deiner. Oh, das sieht aus wie ein Gesicht. Hm? Sieht echt aus wie ein Gesicht. Die, oder? Wenn du von vornherein. Oh, ist vielleicht sogar. Könnte sein. Die sind ja auf jeden Fall bei der Kammer des Schreckens, also wo sie drin waren, auf so Statuen rumgeklettert. Es könnte schon sein, dass es so gesichtsartig vielleicht war. Möglich, ne? Leute, schreibt's rein. Ihr seid die Profis. Ihr guckt dieses Video an, weil ihr Harry Potter-Fans seid. Oder weil ihr, wie wir, einfach geguckt habt, was gibt's denn so überhaupt an Lego-Sets außerhalb der normalen Norm. Ne? bei uns zum Beispiel jetzt wirklich, ich bin jetzt mal beim Lotto-Laden gewesen. Im Lotto-Laden? Lotto-Laden. Und da gab es bei dem Kollegen auch so kleinere Lego-Sets. Also, was weiß ich, so ein kleines Auto mal, was weiß ich, ne? Mhm. Und selbst die Sets, es ist ja nicht so, dass sie jetzt mit 10 Euro kosten, ne? Nee, also meistens nicht. Also ist schon ganz schön, was das kostet. Da muss man schon sagen, klar, okay, wenn man jetzt unbedingt in Star Wars oder in Jurassic Park oder was weiß ich, was es da alles gibt, und man will unbedingt einen Pferdeanhänger oder keine Ahnung. So, jetzt bauen wir an einer ganz anderen Baustelle. Ja. Und zwar kommt das vermutlich hier rein. Müssen wir mal ein bisschen drehen. Entscheiden. Oder was weiß ich. Ja, das Drehen ist das Stichwort. Ja, da kommt bestimmt eine Platte wieder. Wahrscheinlich. Drüber. Das haben wir jetzt erstmal hier angebaut. Auf alle Fälle war ich erschrocken, wie teuer oder wegen kleine Sets da schon sind. Ne? Da ist so ein großes Set, obwohl andererseits, wie ein Kind wird sich so ein Set, also wird so ein Set nie bekommen, weil so ein großes Mindset. Ja. Ja, unwahrscheinlich. Das ist wirklich. Und es so ist ja alles nichts. Sammler-Nerd-Ding. Geschweige denn, dass ja auch das Ding ab 16 oder so ist, ne? Ja. Von der Bauschwierigkeit her ja einfach gar nicht. Für ein kleineres Kind geeignet, ja. Ne? So, das haben wir jetzt rangefused. Naja, jetzt bauen wir ja schon drauf rum. Siehst du? Bauen wir drauf rum. Geht los. Wo habe ich denn gemacht? Diese Kackteile. Schön. Süß. Oh ja, rot. Das ist das einzige Teil, was ich noch in Rot habe zurzeit. Das kann ist aber auch nicht so, dass du eher so weinrötlich, ne? Das Grün sieht ja ganz anders grün aus. Gibt es noch ein dunkleres Grün? Ah, ja. Es gibt verschiedene Grün. Hm. Frisches Militärgrün. Für der Dumbledores Armee. Hm. Ja, die brauchen Militärgrün. Das stimmt wohl. Vor allem, das kommt hier hin. Das ist aber ganz anders. Ein schöner Einerstein. Schön zum Drehen. Top. Aber wir bauen ja schon langsam. Jetzt wird's Lego-technisch, Leute. Jetzt wird's Lego-technisch. Jetzt schicken wir mal den Kollegen etwas zur Seite. Denn jetzt sieht es nämlich aus, ab Schritt 87 bauen wir nämlich ein anderes Teil. Sieht man, ja, kannst du vielleicht mal sehen? Ja, jetzt super. Okay, also wenn ich was zeigen will. Ich sage, das ist der Auto. Das wird bei der nächsten Kamera mit Autofokus besser. Verstehe. Okay, das bedeutet, das schiebt man etwas beiseite. Jetzt bauen wir nämlich was Autarkes für sich. Das ist schön. Oh, und jetzt wird's Lego-Technik. Kannst du mir ja mal das Teil reichen? Das ja? Kann ich ja mal genau ganz kurz übergreifen. Macht auch keine Angst haben, habt ihr bestimmt schon mehrfach gesagt. Ist echt, echt stabil. Kann man eigentlich gut rumschwenken, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Oh, Leute. Alle Fälle auch so, ne? Alles dabei. Ich habe übrigens auf dem Weg hierher was ganz Klassisches gemacht im Auto. Ich habe Crazy Pipe angehört. Oh Gott. Ja, jetzt Crazy. Ich weiß nicht, ob das auf YouTube gibt. Bestimmt. Also eigentlich so Techno. Ich weiß nicht, Techno, Trance. Ich habe einfach mal in mein CD-Fach einen ganz alten Party-Mix ausgegraben. Da war wirklich der Crazy Hype drauf. Ist das hier so eine Zwischenlösung? Ah ja, das ist schön. Jetzt geht's los.
Lego Technik. Jetzt baue ich irgendeinen Laster. Warum nicht? Einen großen Bagger, Schaufelradbagger. Das ist 1000, oder? Nicht wundern, ja, wir sind ja direkt gegenüberliegend, ist einfach eine Straße und dann hört man halt auch noch in 1000 paar Leute. Das, ja, ist halt nun leider mal so. Blau. Jawohl. Soll uns aber nicht stören. Echt mal. Bei dem schönen Wetter heute kann man schon verstehen, dass die Leute rausgehen und nicht wie wir Lego bauen in der Bude. Naja, wir sind es ja mittlerweile dann auch schon fast gewohnt, dass wir, das auch wenn schönes Wetter ist, da irgendwie was von Kanal gemacht werden muss. Also gemacht werden muss, klingt ja fast so, als wenn man sie zwingen müsste. Beziehungsweise haben wir ja zurzeit eh keine Wahl. Ja. Aber das erledigt sich hoffentlich nächste Woche. Da. Ja, schon bei Schritt 90, wir kommen voran. Ja, bei 100 müssen wir es eigentlich krachen lassen. Ja, machen wir ein Abo-Special. Ja, so ähnlich. Bau-Special. So, und dann hätten wir noch dieses weniges welches. Das ist vielleicht ein Kran oder sowas. Ich sehe es schon. Der Portokran. Ich kann mich gar nicht erinnern, einen Kran gab es eigentlich nicht. Nee, gab es nicht. Ich meine, so ein Flaschenaufzug oder sowas könnte schon vielleicht irgendwo gewesen sein. Bestimmt. Das wiederum richtig. Vielleicht oben im Turm. Zum Beispiel. Oder Dumbledore von dannen gestürztes. Ups, gespoilert. Nein. Ah, gut. Aber also ich glaube, da, klar, irgendwo, ne? Aber ist es egal, wie rum? Ich sag mal, solches Zeug muss man ja dann fast schon gesehen haben. Es gibt ja dann schon die nächste Generationen, die dann irgendwie anfangen, das sich mal anzugucken, ja, auch rückwirkend. Aber irgendwann guckst du dir auch die Filme rückwirkend. Das muss man echt sagen. Harry Potter ist echt ungebrochen, ne? Also seit, keine Ahnung, mein Gott, da hast du teilweise Jahrzehnten bestimmt schon fast, ne? Fucking lang her. Es ist ja wirklich ungebrochene Begeisterung eigentlich nach wie vor daran. War ja auch ein tolles Erlebnis. So, also. Es gibt aber auch, glaube ich, nicht ansatzweise irgendwas Vergleichbares, Zauber-Universelles, ob das jetzt Film oder Spiel oder irgendwas ist, ne? Also ich wüsste auch nichts. Gibt es aber auch wirklich nichts. Das ist eigentlich quasi Fortnite der Zaubererwelt. Ungebrochen, so, konkurrenzlos, ja. Je beliebt. Ja, es ist halt schwierig, ne? Das ist so ähnlich wie in Game of Thrones, egal ob man jetzt die letzte Staffel gut findet oder das Ende gut findet, davon mal abgesehen. Aber die ganze Aufmachung, die Welt an sich, die Schauspieler, die Fantasy, die Lore um die ganze Geschichte ist halt einfach schwierig zu brechen, ne? Und natürlich auch einfach die Qualität, sagen wir mal, dessen, was sie da gemacht haben. Jetzt ist es passiert. Alter, dann ich nur die Gesundheit weg. Jetzt kannst du dir Gedanken machen. Also doch, nicht wahr? Kannst du so reinstecken und dann abziehen. Hoffentlich. Siehst du? Hat sich jemand was gesagt? Du hättest jetzt wieder einen Schneidezahn ausgebrochen. Hätte ich einen guten alten Zahn rausgeholt und das Ding abgebissen. Ja, aber ist ja echt so. Ich meine, wie gesagt, du hast ja auch Game of Thrones geguckt. Und jetzt, egal wie man es nun findet, aber ich sag mal, im Verhältnis gesehen gibt es ja eigentlich nichts, was ansatzweise da rankommt. Das ist echt so. Immer noch nicht. Das stimmt. Qualitativ. Gibt's eigentlich ob ihnen wirklich die Story jetzt von mir aus auch gefallen oder nicht, aber man muss wirklich sagen, für die Serie ist es schon optisch auch gut gedreht. Ne? Also wahnsinnig gut gemacht. Für eine Fantasy-Serie sieht es schon optisch sehr gut aus. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Sieht gut aus, die Kamera. Da muss er erstmal rankommen. Ne? Hat auch genug Kohle schon gekostet, musst du erstmal irgendwo haben. Aber ist wirklich, weiß ich, wie viel ist da dazwischen? Musst du abzählen immer. Das sieht man hier, ich könnte, ne, das hier kostet nicht einrasten. Kennst du ja nur hier, das kann nicht sein, muss hier sitzen. 1, 2, 3, 4, ja, genau. Könnte gut aussehen. Ich habe auch viel abgezählt. Abzählen ist es A und U. Ist so, ist auf jeden Fall so. Tja, also ich auf dem Herbig ein bisschen Classic-Musik angehört, kann man fast sagen, eigentlich. Party-Hits aus früheren Zeiten. Tja. Ein bisschen Scooter drauf noch. Hey. Na gut, das läuft ja heutzutage noch Scooter. Ich meine vielleicht nicht mehr diese Lieder, aber es ist ja nicht so, als wenn der Künstler nicht mehr existent wäre. Der macht ja immer noch seine Tourneen, zurzeit nicht, aber sicherlich irgendwann wieder.
Hoffen wir mal, dass die Leute mal wieder auf Tournee gehen können und nicht schon alle pleite gegangen sind. Obwohl ich ja sagen muss, na klar, also das ist jetzt auch grob gesagt, das ist auch ein schwieriges Thema allgemein, denke ich. Aber es gibt so ein paar Menschen, die sich dann auf, also sagen wir mal, vor allem, wie sagt man denn gleich, öffentlich, das habe ich gesucht, öffentlich sich, sagen wir mal, so ein bisschen, ich bin pleite oder ich habe Geldprobleme. Dann guckt man, was die so monatlich verdient haben und denkst so, wie kann es eigentlich sein? Die haben dran, ja, ja. Was ist mit den Leuten, die normalen Monatslohn verdienst haben und noch Kinder, eine Wohnung und alles aus eigener Kasse bezahlen müssen, die Frau noch, was weiß ich, auf Kinderurlaub oder fürs Kind zu Hause ein Verdienst, was sollen die Leute sagen? Also da. Mit den Einnahmen steigen auch die Lebenskosten. Ja, aber da, also bin ich, da ist ehrlich, da kann ich nicht so richtig mit um. Ich kann verstehen, und das ich kann nicht aus eigener Erfahrung sagen, zumindest wenn man einen größeren Verdienst hat, kauft man sich mehr oder schneller. Man kauft sich schneller Sachen, die man sich hätte erst später gekauft, wo man sagt, okay, ich habe das Geld jetzt einfach, ich kaufe es mir. Warum auch nicht? Warum sollte man dann auch mehr verdienen, wenn man es nicht ausgibt? Ne? Genau, das ist ja an sich kein Problem. Aber man hat ja auch, also ich finde jetzt, wenn eine Zeit lang oder jetzt nicht unbedingt jemand bist, der reingeboren wurde in so eine Sache und dann sagt hier, ich habe mit 18 dann ein Konto mit einer 1/2 Million was angespart, oder eine Million, dann ist es ja schon so, dass man so ein bisschen, also mir ging es zumindest so auch, so ein bisschen der sparsame Fuß leben will erstmal. Ne? Und dann, also ich kann es mir halt nicht vorstellen, wenn ich natürlich aber reingeboren werde oder relativ schnell mein Konto mit 50 bis 100 Millionen voll wäre, wird es mich wahrscheinlich auch nicht jucken. Da würde ich auch einfach so kaufen und dann sagen, oh, was ist das Geld, ist alles, ich soll gar mitkriegen. So, keine Ahnung. Das Geld habe ich nicht nochmal. Was? Bist du dir da sicher? 3 days later. Die kommen jetzt alle hier drauf. Wo kommt das hin? Das kommt hier hin und dahin. Hier kämen jetzt 2 Zweier drauf. Hier und da. Wo bist du bei welchem Schnitt? Da. 96, was ich übrigens sehen will. Ja, 2 Zweier. Das ist ein Vierer. Das ist ja komisch. Erste Problem aufgetreten. Gleich reklamieren, fehlt ein Teil. Na gut, vielleicht ist es im nächsten Beutel, ne, maximal. Ein Zweier sein. Ein Zweier hellgrau, ja. Korrekt. Flach. Flach, genau. Deswegen haben wir einen Kameraassistenten, dass er nach Teilen sucht. Ja, wie viele Teilbeutel da unten liegen, ey. Ja, jetzt ein Zweier flach. Na dann her damit. Drück raus das da Ding. Ist aber. Drück raus das Teil. Vielleicht ist es aber auch wirklich, dass das da. Ich tue es mal jetzt. Steht aber, ich habe aber da leider keinen Hinweis gesehen, dass nee, das Beutel brauchen. Aber ne? Das kann ja trotzdem auch ein Fehler sein, einfach von der Verpackung vielleicht. Von der Verpackung. Da hat einfach ein Teil mal woanders reingeht. Also das ist jetzt. Hoffen wir mal, dass es so ist. Ansonsten muss ich zu Hause auf dem Dachboden gucken, wenn der jetzt mitbringt. Ja, das kriegen wir schon. Ach Gott, ich will es aber auch nicht aufmachen. Komm raus, Teil! Vielleicht taucht es ja auch doch noch auf. Geh weg, Teil. Das sind 3. Ich sehe zum Blick jetzt nicht, wie es gerade aussieht. Ja. Ich sehe es. 3. Ah, bitteschön. Ja! So ein kleines Teil, Leute, kann den ganzen Bau behindern. Übrigens hat die Kamera gerade geschlossen. Geschlossen? Mhm, ist vorne das Visier zugegangen. Nein! Läuft das wieder, ne? Ja, die läuft wieder. Okay. Dass sie halt irgendwann so diese, ich weiß nicht, in so einer Art Modus geht, wo die halt automatisch schließt, wo ich mir aber auch denke, es ist ja eigentlich Blödsinn, wenn ich was aufnehme, dass die Warum? Kamera von sich aus dann sagt, ja, nö. Nö, ich mach jetzt Schluss. Ne, das ist halt schon ein bisschen blöd. Aber ich würde auch so allgemein sagen, dass wir, was weiß ich, bis Minute 45 oder sowas machen. Und dann erstmal. Also 10 Minuten noch? Mhm. Genau, dass man da erstmal guckt, was denn so jetzt richtig. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, ne? Professionalität könnt ihr hier nicht erwarten. Es ist chaotisch. Aber so gefällt es eben doch. Und es ist chaotisch und es geht doch irgendwo voran. Ne? Das ist doch der Hauptsache. Deswegen. So, bis die nächsten Teile fehlen. Aber echt. Dann wird es aber langsam Zeit für eine schlechte Bewertung. Guck mal. Gutes Lego-Set, ständig Teile gefehlt. So. Zack, zack.
Das haben wir drauf. Das sind jetzt grüne. Die müssen hier. Siehst du, jetzt hätten wir drüber gebaut. Jetzt wäre es vorbei gewesen. Das Problem wäre halt gewesen, du hättest halt irgendwas gebraucht, was es ausfüttert. So und so. Eine andere Farbe nehmen müssen, ja, wahrscheinlich. Erstmal. Aber wir schieben das Problem einfach auf bis zur nächsten Bauphase. Genau, dann suchen wir wieder aus dem Beutel 6. Teil raus. Und irgendwann taucht es vielleicht gegen Ende wieder auf. Vielleicht, wie gesagt, war das ja auch das Teil. Ich habe dort nur das eine gesehen, um ehrlich zu sein. Kann auch sein, dass es einfach im falschen Beutel war. Möglich. Kann ja schon mal bei so einer Paketierungsmaschine. Ja, das stimmt. Ich finde die Fliesen ja geil, muss ich sagen. Diese Hochglanzfliesen. Das ist mega. Das kenne ich zum Beispiel von dem Lego, was ich hatte, kaum. Weil ich hatte nie solche Fliesen. Hast du wahrscheinlich ehrlich selten dabei gehabt. Ich finde es mega, diese Hochglanzfliesen. Das hat was. Das spiegelt ja total geil. Außer man hat vielleicht das Lego-Set Baumarkt gehabt von damals. Da gab es Fliesen. Wer weiß. Ja, natürlich. Das gute Baumarkt-Set. Wer hat es nicht gehabt? Ein Sponsor von Obi. Ja, Lego Obi. So, weiter geht's. Apropos Fliesen, wir sind ja nicht fertig hier. Apropos Fliesen. Das geht weiter. So, das kommt hier schön hin. Beide Fliesen hier drauf. Das hier hin. Das gleiche machen wir hier drüben. Ne? Ah ja, zweimal. Hoppla. Aha. So. Ich habe keine Ahnung, was das wird, aber es geht voran. 1, 2, 3, 4. Wir werden uns überraschen lassen. 2. So. Abi, Abi. Moment. Das wird nicht mehr lang dauern. Ich sehe, die Teile schwinden. Bald kommt sowieso der 5. Beutel in den Einsatz. Das wird auch Zeit. Wie viele Beutel sind es denn wohl? 30? Mehr. Nein, Blöse. Ich glaube 52 oder so. Das ist die Sache aber echt Lego-Technik-mäßig. Ich weiß, ich müsste jetzt lügen. Aber ich dachte, wir wären irgendwo, ich glaube, in den ersten Aufnahmen irgendwo bei einem Beutel drüber gestolpert, wo eine 50 drauf stand. Ui, ui. Also da ist noch, ui. Da ist noch Luft nach oben. So, Trick 17. Ja, aber auch komisch, wenn das schon vorbei wäre. Dritte auf jeder Aufnahme und weg war's. Nee, so weiß ich nicht. Dann, das wäre. Aber ganz ehrlich, wenn du so schnell aufbauen würdest, das wäre auch langweilig. Ja. Wobei, für das Geld kann man nicht erwarten, dass das baufertig kommt, ja. Naja. Also Leute, also so geht das nicht. Das ist ja der Spaß an der Sache. Was ist denn das hier? 1x1? Achso, der kann ich nicht. Und da merkst du auch mal, wie man sagen kann, man kann sich an so einem Teil ganz schön lange aufhalten. Oh, jetzt kommt das Rad. Das Rad? Ach, das ist die Tür zur Kammer des Schreckens. Das stimmt. Das war ja so ein Tor, wo du hier in Schlangensprache reden musstest. Und dann war ja so ein Schlangenschloss, was sich bewegt hat. Kommt bestimmt ein Sticker drauf. Das kann sein. Zack, zack, zack. Haben wir noch eine Fliese, jawohl. Und zwei kleine Fliesen haben wir auch noch. So, na, ich hab's gesagt, kommt ein Sticker drauf. Als hätte ich es gewusst. Das ist doch schön. Sticker 27, der ist doch bestimmt auf demselben Ding drauf, wo ich gerade eben war. Ah ja. Ha, da ist es. Da seht ihr es. Das Schlangentor. Ja, man sieht's. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn die Schlangensprache? Ich habe auch gerade schon überlegt, ich wollte es nicht falsch sagen. Wenn Slytherin ist das Haus. Richtig. Salazar nicht. Aber irgendwie in so Richtung ging es schon. Auf jeden Fall war es immer so. Ja, ich muss nicht das Stickerchen drauf sticken. Aber das ist gute Frage. Irgendwie Numm ist egal. Okay, da muss ja der Sticker noch mit dem Loch haben. Tatsache. Da ist mal ja immer schönes Schlangenschloss drauf gemacht und dann muss ich noch mit dem Loch rausmachen. Das ist traurig. Schlimm, oder? Kommt das Loch irgendwo hin oder habe ich es weg? Naja, ich klebe es erstmal wieder hier rein. Vielleicht brauchen wir es später nochmal, Alter. Nein. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Das Ding kommt so rein, also muss ich so kleben. Am besten ist wirklich, wir machen das drauf. Oh Gott. Ich hasse Klebearbeiten. Warum immer ich?
Porsel hieß die Sprache. Porsel, hast recht. Für die Muggel unter euch. Jawohl. So, zack, zack, zack. Haben wir gemacht. Die, die es sprechen, sind die Porselmund. Porselmund, hast recht. Sagt mir irgendwie was. Ja, haben wir schon jetzt bekannt. Oh, jetzt hat es instant gleich mal einen 2 verloren. Ja, stimmt echt so. Ich glaube, die. Das sind ja 40 Minuten, ne? Ich denke, das kommt dran. So hin, ja. Wenn die vollgeladen sind, kann man sagen, so eine Dreiviertelstunde kannst du aufnehmen. Sei die, wow, beweglich. Kannst du dann auf- und zumachen, ne? So sähe das Tor dann quasi aus. Und es ist quasi beweglich. Ist aber gerade. Ist auch der Knopf beweglich? Da habe ich gerade Rotz gebaut, auf dich gerade. Weil das sieht ein bisschen ungleich aus. Das kann irgendwie nicht stimmen. Ja. Also da muss man aber auch sagen, ich habe zum Beispiel gesehen, da wo ich die Leute angeguckt oder wo ich mir das Set so ein bisschen also geguckt habe, okay, ist das jetzt das, was ich erwarte? Ne? Also die haben halt alle gesagt, so Sticker, so oh, Sticker, warum ist das nicht gedruckt? Und so, Evo, klar, ich hätte es auch gern lieber gedruckt. Andererseits, mich erinnert das so extrem an die Kindheit, diese Sticker, so, keine Ahnung, Panini-Sticker. Das war halt so die Zeit. Diese ganzen Autosticker oder Tattoos, die ja so in Wasser auflösen, hast du ja vorhin ein cooles Tattoo aus so einer Kaugummi-Schachtel gemacht, war so cool. Und ich weiß nicht, irgendwie, klar, auf der einen Seite ein Sticker ist jetzt nichts Hochwertiges, aber ich mich stört's nicht, weil man spielt ja im Endeffekt eh nicht damit. Ne? Man guckt sich das Ding an von allen Seiten. Und dann ist es schön, ob das dann bedruckt oder wenn man den Sticker einigermaßen gut drauf macht, glaube ich, stört das gar nicht. So, da hängt es aber für dann eventuell Hausen einigermaßen gut drauf machen, müsst natürlich gut treffen. Ne? So, das haben wir jetzt korrigiert, wir haben das Sticker-Ding drauf gemacht. Jetzt kommen nochmal 2 solche Teile, die kommen hier vorne ran. Mensch, was ist denn hier los? So? Wahrscheinlich kommt dann, keine Ahnung. Werden wir dann schon später noch sehen, was da passiert. So, das hier noch. 2 das. Und dann waren wir wohl wahrscheinlich. Genau, wenn du den Arbeitsschritt dann vorbei hast. Das kurz vorm Schluss. Naja. Das ist ja nicht schlimm. Da kannst du ja dann das nächste Mal mit einem neuen Beutel anfangen. Yeah. Geht's oder brauchst du einen neuen Beutel? Ja. So, das kommt hier drauf. Wir müssen dann erstmal wieder gucken in unserer. Na, hier geht's jetzt schon los. Wieso sitzt der hier unten? Technischen Begabung, ob denn alles soweit geklappt hat und auch die letzte Aufnahme einfach noch komplett drauf war. Das ist halt dann so Sachen. Ja, dann ist halt dann, da musst du, wenn, dann guckst du in dem Moment, wo ich das hier geguckt habe, mit, ob der Stein da ist, da hätte ich halt dann drücken müssen. Da war es schon vorbei, ne? Das ist halt scheiße, ne? So. Okay. Das war Schritt 104. Mit der 105 geht's dann weiter. Und dann, dann da bauen wir das sogar an. Aber nicht spoilern, ne? So. Sieht doch schon mal ganz interessant aus, was du da hingezaubert hast. Genau. Das Tor zur Kammer des Schreckens. Das Tor zur Kammer des Schreckens auf jeden Fall. So viel kann ich dir schon mal verraten. Das wird dann wahrscheinlich hier irgendwie, keine Ahnung, so rankommen. Wie groß der Unterbau alleine ist. Das ist ja nur der Unterbau. Und das sind wir ja noch. Das ist ja nur so. Wir haben noch gar nicht angefangen, das Schloss eigentlich in die Höhe zu bauen. Ne? Das ist nur so eine Ecke. Also übrigens, weiß, schreibt in die Kommentare, wie die kleine Hütte heißt. Ich bin der Meinung, das ist das Bootshäuschen, wo das Geheimversteck von Harry Potter und seinen Freunden war, wo du durch die peitschende Weide aushin kommst. Heulende Hütte, jetzt hab ich's. Keines Wortes. Der heulende Hütte war das Versteck und ich bin der Meinung, das ist das Ding gewesen. Boah, vielleicht. Da, schreib's rein, Leute. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, interessant. Heulende Hütte, jetzt haben wir's. Tja. Okay, achso, Moment hier. Wir hauen mal unseren Basilisken ins Endbild, oder? Sagst du? Ich weiß nicht. Genau. Genau, was haben wir in der Folge gebaut? Das Basiliskentor, das wir dann in der nächsten Folge hier auf jeden Fall irgendwie noch anbauen und Beutel 5 aufreißen. Endlich. Zur Zeit. Geil. No. Mich hat's gefreut. Es war auch mal schön hinter der Kamera zu sitzen, wie es natürlich so sein muss, bei uns erkennt technische Probleme an groß, gehört dazu. Nächstes so. Naja, wir haben das schon öfters gemacht. Das eine andere. Ich glaube, in unserer Laufbahn auf YouTube, die ja jetzt schon ein bisschen länger ist, so gefühlt, ist schon. Ich kann immer sehen, was weg ist, aber ansonsten, aber uns ist schon viel Kram passiert. Das ist wohl wahr. Es war schon das öfter mal der Akku leer oder irgendwas gestört und Mikrofon nicht angesteckt. Ja, irgendein Mikrofehler aus Audacity einfach aufgehört aufzunehmen und kein Ton.
sei schon oft passiert irgendwo. Aber es kennt bestimmt jeder unter euch, der das auch hin und wieder mal betreibt. So ist es. Tja, ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn es weitergeht zum Bauen. Ich hoffe, wir bauen das Ding mal in die Höhe. Mal hier irgendwie. Die hätten die Teile größer machen, sie einfach so. Ja, aber so einen großen Lego, wenn du dann innerhalb von 2 Stunden fertig gebaut hättest, war ja auch ein bisschen doof, oder? Denke ich auch. 45 Minuten, gute Zeit, Leute. Bis zur nächsten Folge dahin. Euer Bro, noch ein Jo, euer Bro. Macht's gut. Und du kannst auch noch was sagen. Tja, was soll ich dazu sagen, Leute? Es hat mich wieder gefreut. Ich glaube, die 4. Aufnahme dürfte es jetzt gewesen sein. Geil. Wir haben ja gesagt, es wird vielleicht so eine wechselnde Personelle hier mal ab und an der bauen, ab und an der bauen. Mal sehen, wer so Bock und Zeit hat und Lust. Und durch Corona natürlich auch überhaupt möglich. Und ja, schreibt rein, ob euch es gefallen hat. Schreibt rein, was die ganzen Sachen, die wir vielleicht nicht gekannt haben, was das war, die Hütte genau. Vorne, was das sein soll. Und außerhalb, dass die Boote dort anlegen sollen. Bootsanlege, ja, Hütte. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Und bis dahin, ciao. Tschüss.